Fitness mit Marc, Folge 337. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Er mag es gerne scharf. Also das Essen. Marc Maslow. Moin moin, hier ist Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de. Ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade bist. Ich bekomme tatsächlich in letzter Zeit, in den letzten Wochen immer mehr Anfragen von Menschen, die mich fragen, Mensch, was kann ich denn tun, um abzunehmen? Ich habe die letzten Monate doch so ein bisschen angesetzt, so an den Hüften und am Po, und ich würde das ganz gern mal loswerden. Und das ist eine gute Gelegenheit, dir heute mal die 2-Kilo-Regel vorzustellen. Das ist ein ganz simples Konzept, das du nutzen kannst, um Fett abzubauen, indem du dich so richtig schön satt isst. Du merkst also schon, wir reden heute über das A der Marc-Formel, die ausgewogene Ernährung und wie du die für dich nutzt, um noch leichter Fett abzubauen und mehr oder weniger auf Autopilot zur Sommerfigur zu kommen. Sponsor dieser Folge ist Athletic Greens. Es gibt unzählige Sportnahrungsergänzungsmittel und die meisten davon kannst du dir sparen. Ganz generell empfehle ich nur sehr wenige solcher Supplemente. Eins davon verwende ich seit über 7 Jahren, jeden einzelnen Tag, und das ist Athletic Greens. Das enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen, wie zum Beispiel Präbiotika und Adaptogene, die aus einer Vielzahl natürlicher Biogemüse und Obstsorten kommen. Athletic Greens ist ein Naturprodukt und das unterscheidet es von synthetischen Präparaten. Das enthält nämlich auch die vielen Sekundärstoffe, die eben nur in echtem Gemüse und Obst enthalten sind. Die Gesamtkomposition bekommt so, und ich habe mir hier so einige Hersteller angeguckt, die bekommt so kein anderer Hersteller hin. Vor allem nicht in dieser Qualität. Und etwas, was mir persönlich ganz wichtig ist, ist, dass es auch frei von Schadstoffen ist. Und hier hat Athletic Greens ein spezielles Zertifikat, das NSF-Zertifikat, das relativ harte Richtlinien vorgibt. Und ich habe es auch in den letzten Jahren privat nochmal im Labor untersuchen lassen und auch da festgestellt, dass die Qualität top ist. Für mich ist Athletic Greens sowas wie eine Alles-in-einem-Gesundheitsversicherung. Ich nehme täglich meist 1 bis 2 Portionen davon, einfach um sicherzugehen, dass ich mit allem optimal versorgt bin. Ich nehme das für das Immunsystem, für eine gesunde Darmflora, für den Energiehaushalt und für die Regeneration. Und natürlich, wenn du hier schon länger zuhörst, weißt du das, liegt mein Fokus auf nährstoffreichen Mahlzeiten aus frischen Lebensmitteln, und das sollte immer die Basis sein. Athletic Greens ist also eine Ergänzung zu dieser Basis, vor allem an Tagen, an denen ich vielleicht nicht allzu viel frisches Obst und Gemüse mal unterbekomme, und praktisch finde ich es auch auf Reisen oder an stressigen Arbeitstagen. Für Fitness mit Marc-Hörer, ja, und damit sind du und alle anderen, die hier zuhören, gemeint, hat Athletic Greens ein spezielles Angebot parat. Als Neukunde bekommst du nämlich zu deiner ersten Lieferung kostenlos 5 Travel Packs für unterwegs, einen Jahresvorrat an Vitamin D plus K2 und dazu noch ein Willkommenspaket mit einer schicken Keramikdose und einem Shaker. Geh dazu einfach auf fmmag.de und sicher dir das ultimative Athletic Greens Starter Kit für Fitness mit Marc-Hörer. Die Adresse ist fmm wie Fitness mit Marc, ag wie Athletic Greens.de. Also fmmag.de. Ja, wer sich satt isst, der isst im Schnitt etwa 2 Kilo Lebensmittel am Tag. Das sagen Statistiken, und dass die Mehrheit in unserem Land mit diesen 2 Kilo übergewichtig wird, das zeigt die Statistik auch. Denn die Normalgewichtigen, also die nicht Übergewichtigen, sind inzwischen, und das auch schon seit einigen Jahren, bei uns in der Minderheit. Aber Fettabbau kann so viel leichter sein, wenn du dich satt essen kannst. Für mich ist das sogar eine Grundvoraussetzung. Und deswegen solltest du das Konzept der Kaloriendichte bzw. der Energiedichte kennen und auf deine Ernährung anwenden. Und darum geht's heute. Und jetzt frage ich dich erstmal, was gab's bei dir gestern zum Mittag, was gibt's heute zum Mittag? Und ich möchte dir mal einen Vorschlag mitgeben. Wie wär's, wenn du 18 Äpfel als Hauptmahlzeit essen würdest? Nun,
Äpfel sind super. Jeder liebt Äpfel, aber Hand aufs Herz, 18 Stück. Das sind, ich habe es mal ausgerechnet, 2,3 Kilo Äpfel. Und wenn dir dabei Völlereien in den Sinn kommt oder du dich fragst, wie du die Menge überhaupt runterbekommen sollst, dann bin ich bei dir. Der Punkt ist der, 18 Äpfel entsprechen in etwa der Kalorienmenge des Menüs einer großen Fastfood-Kette. Ja, genau, ich meine jetzt die Fastfood-Kette, an die du vielleicht auch denkst, mit den großen goldenen Pommes M. Ich habe mich bei denen mal auf der Website umgeschaut und die haben so ein schönes Menü, das nennt sich Mac-Menü mit Big Tasty Bacon Burger, dazu eine Pommes und Cola. Und da kommst du auf sage und schreibe 1524 Kalorien. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kenne Menschen, die an so einem Fußballabend zwei solcher Mac-Menüs vertilgen können. Das heißt, ungefähr 1500 Kalorien über so ein Fastfood-Menü auf der einen Seite oder 1500 Kalorien, wenn du 18 Äpfel, 2,3 Kilo Äpfel isst. Nun, was lernen wir daraus? Wenn wir uns den Vergleich mal angucken, dann stellen wir fest, offenbar hält uns Mutter Natur den Rücken frei. Und die spannende Frage ist ja, warum gilt genau das für so viele hochverarbeitete Lebensmittel und dazu gehören eben auch viele Fastfood-Lebensmittel nicht? Es gibt etwas, was du über die Kaloriendichte von Lebensmitteln unbedingt wissen solltest. Denn der Haken an den hochverarbeiteten Lebensmitteln, wie eben dem Mac-Menü, ist die Kaloriendichte und die Tatsache, dass unser Sättigungsgefühl nicht auf eine so hohe Kaloriendichte ausgelegt ist. Vielleicht hast du dich schon mal mit der Energiedichte verschiedener Lebensmittel beschäftigt und Kaloriendichte ist übrigens das Gleiche, denn Kalorien ist ja nichts anderes als eine Energieeinheit. Und dann weißt du vielleicht schon, dass die Energiedichte für die in einem bestimmten Lebensmittelvolumen enthaltene Energie steht. Also die Kalorien, die in einer bestimmten Menge Lebensmittel drin sind, die du isst. Und am besten, damit es nicht so abstrakt bleibt, lass uns das mal an einem simplen Beispiel festmachen. Ich habe hier mal vier verschiedene Lebensmittel rausgesucht, die jeder von uns kennt. Auf der einen Seite eine Honigmelone, gerade jetzt super lecker, sehr wasserreich, schön süß. Und wenn du eine halbe Melone isst, das ist ja schon ein ordentlicher Batzen, dann kommst du auf 150 Kalorien. So, und bei den anderen drei Lebensmitteln habe ich auch mal genau 150 Kalorien rausgesucht. Ein Stück Parmesankäse, so ein kleines Stück Hartkäse, das sind 38 Gramm, hat auch 150 Kalorien. Und dann als drittes Beispiel Stangensellerie. Da kannst du 24 Stangen essen, um auf 150 Kalorien zu kommen. Und das vierte Beispiel ist der gute alte Kinderriegel. Da kommst du auf 150 Kalorien, wenn du ein Viertel Riegel isst. Also auch nicht so viel. So, und jetzt, wenn wir das mal gegenüberstellen, dann sehen wir eine halbe Honigmelone. Das ist schon eine ganz schöne Menge, während ein kleines Stück Parmesan nicht wirklich viel Käse ist. Oder nur ein Viertel Kinderriegel. Naja. Viel Erfolg dabei, diese ein Viertel Riegel nicht zu inhalieren und danach noch Bock auf mehr davon zu haben. Mir geht's auf jeden Fall so. Ich esse dann in der Regel weiter, bis die komplette Packung leer ist und dann habe ich Ruhe. 24 Stangen Sellerie hingegen, das ist schon echt eine ganze Menge. Viel Erfolg wünsche ich dir dabei, die alle auf einmal zu essen. Ich würde es nicht schaffen. Okay, erkennst du eine Tendenz? Es ist ziemlich schwer, einen Kalorienüberschuss durch echte Lebensmittel mit einer niedrigen Kaloriendichte zu erreichen, wie in diesem Fall eben die Selleriestangen oder die Honigmelone. Ein Mehr an echten Lebensmitteln ist also eine gute Idee. Und weil wir schon dabei sind, gebe ich dir 5 Gründe mit an die Hand, warum du mehr echte Lebensmittel essen solltest. Also Obst wie Äpfel, Beeren, Tomaten, Salat, Gurken, Avocados, Fleisch, Eier, alles Mögliche. Du weißt, was echte Lebensmittel sind. So, echte Lebensmittel regulieren den Appetit. Das ist Punkt Nummer 1. Denn wenn du hauptsächlich echte Lebensmittel isst, isst du nicht mehr als nötig. Dann funktioniert also das Sättigungssignal des Körpers. Punkt Nummer 2, echte Lebensmittel kontrollieren deinen Blutzucker und deinen Insulinspiegel und schützen vor Diabetes und starken Energieschwankungen. Das gute alte Suppenkoma kennen die meisten von uns, dieses Gefühl nach dem Essen müde zu werden. Das hast du tendenziell eher bei verarbeiteten Lebensmitteln.
Punkt Nummer 3, echte Lebensmittel liefern dir die besten Nährstoffe, sodass du ein Leben lang gesund bleiben kannst. Und viertens, echte Lebensmittel beinhalten so viel Energie, wie du brauchst, sodass du auch dann nicht zu viel davon isst, wenn du die Menge nicht bewusst kontrollierst. Wenn du schlank bleiben möchtest und auf Verarbeitetes setzt, dann bleibt dir in der Regel nicht viel übrig, als wirklich alles zu kontrollieren und aufzuhören zu essen, wenn du eigentlich noch Hunger hast, was ich ziemlich uncool finde. Punkt Nummer 5, echte Lebensmittel und dein Körper, die haben eine enge Freundschaft. Die stehen seit langem, seit Jahrtausenden in einer guten Beziehung miteinander. Und dein Körper weiß, was er mit diesen Lebensmitteln anfangen soll. So, und jetzt lass uns nochmal auf die 2-Kilo-Regel zu sprechen kommen. Was ist das eigentlich genau? Interessanterweise essen die meisten Menschen ungefähr 1,5 bis 2,5 Kilogramm Lebensmittel am Tag. Und die meisten Menschen fühlen sich ziemlich satt, wenn sie diese 2 Kilo Nahrung, also im Schnitt 2 Kilo Nahrung am Tag essen. Jetzt können das natürlich 2 Kilo Sellerie sein oder 2 Kilo Salatgurke für die von uns, die Sellerie nicht so gern mögen. Ich gehöre übrigens auch dazu. Oder du könntest natürlich auch 2 Kilo Schokoriegel essen. Der Kaloriengehalt eines Lebensmittels, der zählt nicht, wenn du satt werden möchtest. Ich wiederhole es nochmal. Kalorien zählen nicht, wenn du satt werden möchtest. Was zählt, ist das Volumen des Lebensmittels. Außerdem ist es ziemlich offensichtlich, dass Sellerie und Schokoriegel eine ziemlich verschiedene Dichte an Vitaminen und anderen Mineralstoffen besitzen. Und weil es so schön anschaulich ist, lass uns mal ein paar Extrembeispiele durchgehen. Wie viel Kalorien enthalten 2 Kilogramm von bestimmten Lebensmitteln? Ich fange mal bei denen an, die eine niedrige Energiedichte haben, eine niedrige Kaloriendichte. 2 Kilo frisches Gemüse liefern ungefähr 400 Kalorien. 2 Kilo frischer Früchte enthalten ca. 1000 Kalorien. 2 Kilo gekochter Hülsenfrüchte liefern ungefähr 1600 Kalorien. Und jetzt gehen wir weiter. 2 Kilo gekochter Reis oder auch Nudeln, das liegt ungefähr auf der gleichen Ebene, liefern dir 2500 Kalorien. 2 Kilo Käse, Trockenobst, Cornflakes und solche Dinge enthalten sogar 8000 Kalorien. Und 2 Kilo Nüsse liefern dir gut 12.000 Kalorien. Du merkst vielleicht schon, gut, bis auf die Cornflakes sind das immer noch relativ natürliche Lebensmittel, die ich hier erwähnt habe. Die Nudeln auch nochmal rausgenommen, die sind ja auch ziemlich stark verarbeitet. Gekochter Reis liegt so dazwischen. So, und nicht, dass du mich jetzt hier auf die einzelne Kalorie festnagelst. Diese Aufzählung mache ich, um mein Argument zu untermauern. Die Kalorienangaben, die habe ich grob vereinfacht, also grob in eine Größenordnung gebracht, sodass wir sie miteinander vergleichen können. Übrigens, all das findest du wie immer auch in den Shownotes. Die habe ich dir in den Infos zum Podcast auch verlinkt. Oder du findest sie auf marathonfitness.de/podcast und dann zur heutigen Folge 337. Ja, woran liegt es denn jetzt, dass wir bei bestimmten Lebensmitteln so leicht über das Ziel hinausschießen? Und die Antwort ist ganz simpel. Dein Körper besitzt kein Sinnesorgan für Kalorien. Das Volumen eines Lebensmittels ist es nämlich, das bestimmt, ob du dich satt fühlst nach dem Essen. Und zwar, indem es deine Magenwand dehnt. Die Magendehnung bestimmt das Sättigungsgefühl. Das ist also der Mechanismus, den dein Körper nutzt, um dir zu sagen, okay, passt jetzt passt nichts mehr rein. Und es gibt noch einen zweiten Punkt, den du im Hinterkopf haben sollst, und das hast du vielleicht auch schon mal festgestellt, wenn du einen reinen Salat isst, und zwar so viel Salat, dass dein Magen schön ausgedehnt ist, dann fühlst du dich satt, ja, und 30 Minuten später hast du dann wieder Hunger. Deswegen brauchst du für eine anhaltende Sättigung auch noch mehr als nur die Magendehnung. Du brauchst nämlich eine gute Eiweißquelle und oder ein bisschen Öl. Beides brauchst du, damit eine Mahlzeit lange satt hält. Also für eine anhaltende Sättigung brauchst du etwas Eiweiß und etwas Fett und außerdem brauchst du etwas, was deinen Magen ausdehnt. Jetzt ist auch klar, warum so viele Menschen übergewichtig sind, denn wer zu viele hochverarbeitete Lebensmittel mit einer hohen Energiedichte isst und nicht so diszipliniert ist, dass er wirklich jeden Tag für den Rest seines Lebens
die Mengen kontrollieren kann. Und da gibt es wunderbare Studien, die zeigen, im Labor funktioniert das tatsächlich, dass man zum Beispiel mit Schokolade abnimmt. Aber die Menschen brechen das Experiment dann irgendwann ab, meistens spätestens nach einem oder zwei Wochen, weil sie einfach mega Hunger kriegen. Also, deswegen überziehen die meisten Menschen ihre Kalorienbilanz wieder und wieder und wieder, weil sie einfach eine zu hohe Energiedichte essen. Und deswegen tun sich auch so viele Menschen so schwer mit dem Abnehmen. Aber wer 2 Kilo wenig verarbeiteter, möglichst natürlicher Lebensmittel am Tag isst, der tankt auf der einen Seite ein Maximum an lebenswichtigen Nährstoffen, bei auf der anderen Seite ein Minimum an Kalorien. Während die Fabriklebensmittel easy peasy am Bauch landen, an den Hüften oder an den Oberschenkeln. Für später, wenn mal eine Hungersnot sein sollte, die bei uns natürlich auch sehr häufig eintritt. Und an der Stelle kann ich dir übrigens die Podcast-Folge 76 empfehlen. Da lernst du 122 eiweißhaltige Lebensmittel kennen, die eine niedrige Kaloriendichte besitzen. Ja, das gibt's auch. Den Link zur Folge und zum zugehörigen Artikel findest du auch in den Shownotes. Und jetzt wird's spannend. Wie gestaltest du deine 2 Kilo am Tag? Wenn wir die These mal annehmen und sagen, jeder von uns hat ungefähr 2 Kilo am Tag, dann fühlt er sich satt, dann ist die spannende Frage ja, wie gestaltest du die? Und es ist faszinierend, wenn wir uns da die Statistik angucken. Die Lebensmittel- und Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen, die FAO, die hat eine wunderbare Statistik für jede Nation, die ist auch frei verfügbar. Und ich habe mir da mal angeschaut, was der Durchschnittsdeutsche so am Tag isst. Da kommen wir dann so auf gut 1 Kilo Fleisch, Milch und Eier, 750 Gramm Obst und Gemüse, 250 Gramm Getreide und 250 Gramm zugesetzte Zucker, Fette und Öle. Und das macht in Summe dann 2,25 Kilo, also ein bisschen über die 2 Kilo. Und halte ich fest, 3600 Kalorien am Tag. Der Durchschnittsdeutsche, und das sind Männer und Frauen, isst 3600 Kalorien am Tag. Und für die Österreicher und der Schweizer, ihr liegt auch ungefähr in der gleichen Range. In Österreich werden ein bisschen mehr Kalorien aufgenommen, 3750 Kalorien am Tag. Und in der Schweiz etwas weniger, 3500 Kalorien am Tag. Das ist immerhin deutlich mehr als der Empfehlung, die wir so auf Ernährungsverpackungen finden. Da stehen dann meistens 2000 Kalorien oder 2200 Kalorien drauf. Also hier liegen wir deutlich drüber bei dem, was tatsächlich gegessen wird. Und dreimal darfst du raten, woran das liegt. Wir haben es ja eben schon besprochen. Wenn man berücksichtigt, wie wenig körperlich aktiv der Durchschnittsmensch bei uns heute nur noch ist, dann verwundert wenig, wie viele übergewichtige Menschen wir bei uns im Lande haben. Und das sind konkret, auch da gibt es eine Untersuchung vom Robert-Koch-Institut, 2 Drittel der Männer, 67% und die Hälfte der Frauen, 53%, sind bei uns in Deutschland übergewichtig. Und meine These ist, wenn ich mir die Durchschnittsnahrungsaufnahme angucke, dass das bei euch Schweizern und bei euch Österreichern auch nicht sonderlich anders ist. Und jetzt wird's spannend. Was passiert, wenn wir einfach mal diese Anteile der verschiedenen Lebensmittelgruppen verschieben? Was passiert, wenn du die Portionsgröße verschiebst zugunsten von Lebensmitteln mit einer niedrigen Kaloriendichte? Ich mache mal einen Vorschlag. Wie wäre es denn mit 1,3 Kilo Obst und Gemüse am Tag? 350 Gramm Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Getreide, 100 Gramm Nüsse und Samen, 300 Gramm Fleisch, Milchprodukte und Eier und 50 Gramm zugesetzte Zucker, Fette und Öle. Dann kommen wir in Summe auch auf ein bisschen über 2 Kilo, 2,1 Kilo und in Summe auf 2100 Kalorien am Tag. Wobei 2100 Kalorien am Tag, und das wissen die Sportler unter uns, nicht viel ist, wenn man einem aktiven Lebensstil nachgeht. Wenn du dich tagsüber viel bewegst, wenn du Sachen zu Fuß erledigst, wenn du Sport machst, dann sind 2100 Kalorien nicht wahnsinnig viel im Schnitt, ja, über beide Geschlechter gerechnet. Ist klar, Frauen brauchen ein bisschen weniger Energie, Männer ein bisschen mehr. Es hängt auch von der Körpergröße ab. Wir reden hier von Durchschnittswerten.
Und das bringt mich auch schon zum Ende der heutigen Folge. Die Kernaussage, die ich dir mitgeben wollte heute, ist, dass du die Tatsache, dass ein Mensch im Schnitt etwa 2 Kilo Lebensmittel am Tag isst, wenn er sich satt isst, und das ist immer eine gute Idee, ich bin jemand, der sich gerne satt isst und ich finde, das gehört zum Leben dazu, und das kannst du zu deinem Vorteil nutzen, indem du deine persönlichen 2 Kilo smart gestaltest. Und die Beispiele, die ich gebracht habe, die zeigen das. Du kannst dich satt essen und gleichzeitig mehr als 1/3 der Kalorien gegenüber der Normalbevölkerung einsparen. Zum Beispiel kann man das machen, wenn wir jetzt mal die Durchschnittswerte nehmen, indem man Pasta, Brot und hochverarbeitetes eher reduziert und stattdessen mehr auf stärkehaltige Kohlenhydrate mit viel Ballaststoffen setzt und eben auf wasserreiche Lebensmittel. Und da wäre als Sättigungsbeilage der Klassiker die gute alte Kartoffel, die enthält nämlich sehr viel Wasser, und eine vergleichsweise niedrige Kaloriendichte, während das bei Reis, Nudeln und Brot entsprechend höher wird. Wenn du also diese Veränderung vornimmst, dann ist es schwer, sich satt zu essen und die Kalorienbilanz nennenswert zu überziehen. Das heißt, wenn vollwertige, nährstoffreiche Lebensmittel, genau, ich meine die mit einer vergleichsweise niedrigen Kaloriendichte, ganz oben auf deiner Prioritätenliste stehen, dann bleibt entsprechend weniger Mageninhalt übrig für energiereiche, verarbeitete Nahrung. Die Frage, die ich dir also mitgeben möchte in die nächste Woche, ist: Du hast 1,5 bis 2,5 Kilo pro Tag zur Verfügung an Lebensmitteln, die du isst. Und die Frage ist, wie nutzt du deine 2 Kilo am Tag? Ich wünsche dir eine gute Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mach's gut. Und hier nochmal der Sponsor. Diese Folge wurde dir präsentiert von Athletic Greens. Athletic Greens ist das grüne Pulver, mit dem ich morgens in den Tag starte, und das Ganze schon seit 7 Jahren. Ich empfehle nicht allzu viele Nahrungsergänzungsmittel, aber das hier ist eins, was zu meinen Basisempfehlungen gehört. Enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, viele sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen, Präbiotika, Adaptogene und so weiter, was das Immunsystem stärkt, was gut ist für die Regeneration, für den Energiehaushalt und natürlich eine gesunde Darmflora. Als Fitness mit Marc-Hörer bekommst du hier ein ganz spezielles Startangebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung 5 Travel Packs, einen Jahresvorrat an Vitamin D mit Vitamin K2 und noch ein Willkommenspaket mit einer schicken Keramikdose und einem Shaker. Das Ganze bekommst du, wenn du auf fmmag.de gehst. FMM wie Fitness mit Marc, AG wie athleticgreens.de, also fmmag.de. Schau einfach mal rein. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast@marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de/podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der: Mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.